Herzlich willkommen, Freunde, auf dem How to Bodybuild YouTube-Kanal. Ich sitze hier mit Mike. Hallo, Chris. Wir reden ein bisschen über Anwaltsgeschichten hier, weil Mike ist ja der Fachmann. Ich bin nicht so der Fachmann, deswegen stelle ich hier die Fragen. Wir hatten uns ja letzte Woche darüber unterhalten, wie das mit den verschiedenen Instanzen ist, wenn man da hochgeht und so weiter. Da hat Mike ein bisschen was darüber erzählt. Was ich mich jetzt zum Beispiel noch frage, ist die Kostengeschichte bei dem Ganzen. Ich war jetzt noch nicht so oft, nee, ich war oft Zeuge, aber mehr auch nicht, aber selber noch nicht so oft vor Gericht. Und in eigener Sache eigentlich nur einmal, wegen einer Abmahnung von einer bestimmten Firma von früher. Und deswegen interessiert mich da der ganze Kostenapparat hinter. Gerade wenn man dann höher geht, weil du ja gesagt hast, das wird schon teurer. Aber dass die Leute sich vielleicht auch, man braucht jetzt, genaue Zahlen kann man eh nicht sagen, weil das ja auch fallabhängig ist, ne? Aber dass man schon Richtwerte gibt, okay, wie teuer kann sowas werden? Weil man hört es auch immer, Anwaltskosten hier, Anwaltskosten da, gerade dann in den Serien oder sonst was, ne? Aber ich für meinen Teil höre relativ selten richtige Zahlen und ich kann mir beispielsweise darunter auch nichts vorstellen. Ja. Ein spannendes Thema, und um das gleich mal aufzugreifen, natürlich hängt es jetzt kostentechnisch auch davon ab, wie weit man so ein Verfahren treiben möchte. Ob man jetzt sagt, ich werde auf jeden Fall verurteilt, ich mache jetzt irgendwas Richtung Schadensbegrenzung, lande beim Amtsgericht mit einem Termin und dann ist Schluss und dann akzeptiere ich das, was da rauskommt, und die Verteidigungsstrategie ist halt so wenig wie möglich. Oder es ist ein Freispruch und es klappt auch. Das ist aber ja nur ein Teil der Kosten. Die Anwaltskosten sind auch gar nicht zwingend das, was so richtig zu Buche schlägt, sondern es gibt ja noch ganz andere Positionen, beispielsweise Sachverständigenkosten. Sachverständige sind sauteuer. Zählt das als Verfahrenskosten? Das sind dann Verfahrenskosten, die man auch aufgebürdet bekommt, wenn man verurteilt wird. Übrigens, auch wenn man einen Pflichtverteidiger hat, sind die Kosten der Pflichtverteidigung Verfahrenskosten, die man im Falle einer Verurteilung zu tragen hat. Okay. Und wenn ein Verfahren lange dauert, kann das auch sehr teuer sein, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, sind tatsächlich die Auslagen für Zeugen. Also es kann sein, dass ein Zeuge von sonst wie weit anreist, Verdienstausfall geltend macht. Ach so, das sind auch Verfahrenskosten. Auch Verfahrenskosten. Also musst du die Zeugen bezahlen? Also am Ende zahlt der Verurteilte die Verfahrenskosten. Was für ein Scheiß, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant, vor allem für die Fälle, wo man sagt, den Zeugen möchte ich aber gern mehrmals hören. Da stelle ich immer wieder komische Anträge. Der Zeuge sagt dann vielleicht, ich will mich da beraten lassen, ich komme nochmal mit dem Zeugenbeistand, das Gericht kommt dem nach, dann gibt es einen Folgetermin, der reist wieder an. Also oder ich gehe in die nächste Instanz und will den Zeugen nochmal hören, damit er sich in Widersprüche verwickelt, dann kostet er praktisch doppelt. Ja, das wusste ich. Ich war mal in Bielefeld aussagen wegen dem Fall, also ich wurde als Zeuge geladen, habe ich ganz normal da meine Rechnung, also meinen Fahrtkosten abgegeben, also muss der Typ die bezahlen. Ja, ist auch ganz lustig, zum Teil kommen ja da die Mutter oder die Verlobte oder irgendjemand und möchten dem einen Gefallen tun mit einer begünstigenden Aussage, demjenigen, der trotzdem leider verurteilt wird in der Gesamtschau. Und wenn die dann gefragt werden, möchten sie Kosten und Auslagen geltend machen, dann sagen die ja meistens, ja, ich hatte hier Fahrtkosten und Verdienstausfall und dieses. Und da sind die sich vielleicht gar nicht gewahr, dass das alles ihr Kumpel bezahlen muss, wenn er dann verurteilt wird. Und wenn der Verurteilungskurs steht, dann ist es vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, nein, ich verzichte auf Auslagen. Krass. Sag mal für so einen simplen Amtsgerichtsfall ein Kostenbeispiel. Ja, ein Amtsgerichtsfall, jetzt nehmen wir mal den Fall, der Verteidiger sitzt am Gerichtsort, das heißt, der hat nicht jetzt ein oder zwei Tage Abwesenheitszeit, das kostet natürlich auch noch mal extra, und die Akte ist überschaubar, sind jetzt so maximal 100 Blatt, sage ich jetzt mal, als überschaubare Akte. Da wäre mit gesetzlichen Gebühren, wenn der jetzt im Ermittlungsverfahren aktiv wird und es einen Termin beim Gericht gibt, vielleicht summa summarum bei 1.500 € brutto. So, jetzt ist das die gesetzliche Gebühr. Das kennt man ja vielleicht vom Arzt oder aus vielen anderen Bereichen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem, was man, wenn man nichts anderes vereinbart kriegt, und dem, was man kriegt, wenn man was vereinbart. Und der Standardfall in Strafsachen ist eigentlich eine Abrechnung nach Stundensatz. Stundensätze variieren von, mal sagen, 350 bis 800 €, je nachdem, wo der Verteidiger sitzt, wie der spezialisiert ist, wie ausgelastet der auch ist. Natürlich auch wie gut oder nicht. Ja klar, es stimmt halt, die Nachfrage bestimmt soweit auch das Angebot. Dann, wenn jemand sagen kann, ich kann hier, also es gibt ja Vortragsredner, die sagen, ich kann am Tag 100.000 € nehmen, dann nehmen die 100.000 € am Tag, wenn das jemand bezahlt. Dann ist der Stundensatz halt entsprechend hoch. Es gibt zumindest Rechtsprechung dazu, was sittenwidrig wäre als Verteidiger, und die Rechtsprechung ist mittlerweile über 10 Jahre alt, und da wurde zum Beispiel gesagt, dass 620 € nicht sittenwidrig sind pro Stunde. Wenn man das mal mit der Inflation in Einklang bringt, wird man wahrscheinlich sagen müssen, 1.000 € pro Stunde sind auch noch okay. Ja, ja, safe. Und wenn man jetzt überlegt, was kann der denn machen bei 1.500 brutto, ja, eine gute Stunde. Ja, eine gute Stunde wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen,
Nee. Die Akte zu lesen, sich da vorzubereiten, vielleicht noch Beweisanträge vorzubereiten, mit dem Staatsanwalt zu telefonieren, mit dem Richter mal zu telefonieren, mit dem Mandanten zu sprechen, Beweisanträge vorzubereiten, indem man vielleicht auch selber Zeugen befragt, dann zum Gericht zu fahren, da vielleicht noch 5 Stunden rumzusitzen, inklusive Verhandlung und Wartezeit vor dem Termin. Ja. Da kann man sich ja ausrechnen, dass das nicht funktioniert. Und deshalb sind die Preise da sehr, sehr variabel, sage ich mal. Also in Strafsachen kann man durchaus auch beim Amtsgericht schon 10.000, 12.000 Euro liegen lassen, das kommt vor. Hat aber zum Beispiel dann den Vorteil, dass jemand, der so viel Geld investiert hat, darauf setzen kann, dass der Verteidiger sich ordnungsgemäß auf diesen Termin vorbereitet hat und alle Register gezogen hat, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Logisch. Dann ist es natürlich so, wenn man verurteilt wird, trägt man die Kosten. Und was ist, wenn du dann noch hochgehst? Wenn man dann noch hochgeht in nächster Instanz? Ja, ja, genau, nächste Instanz. Gut, da kann es natürlich sein, dass man schon ein Verfahren mit ganz vielen Beweisanträgen wird man ja so nicht vorbereiten, wenn man denkt, wir lassen es dabei, sondern wenn es zum Beispiel jetzt eine Freispruchverteidigung ist, sagt man wahrscheinlich, das machen wir in erster Linie auch zur Vorbereitung dessen, was danach folgt. Aha. Auch zum Beispiel, um die Zeugen dann wirklich mehrmals hören zu können, dass irgendwelche Widersprüche auftreten oder sowas. Wenn man das macht, kostet es natürlich, was diese Vorbereitung angeht, nur einmal Geld, aber natürlich kostet die Vorbereitung der nächsten Instanz auch wieder Geld, auch die Instanz, je nachdem, wie viele Termine da anfallen, wird es teuer. Deshalb ja mein ständiger Mahnruf auf allen sozialen Medien, dass man, wenn man befürchten muss, mal mit dem Strafrecht in Konflikt zu geraten, über eine Rechtsschutzversicherung verfügen sollte, die das bezahlt. Ja, und da gibt es genau Tarife für solche Konstellationen. Die zahlen den Stundensatz, die zahlen das sogenannte angemessene Honorar. Und das angemessene Honorar ist ein Stundensatz. Okay. Und was wäre das nicht angemessene Honorar? Nicht angemessen ist natürlich das, was zu niedrig ist, also die gesetzlichen Gebühren. Die Billigversicherungen, die das angemessene Honorar nicht übernehmen, übernehmen halt, wenn überhaupt, in Strafsachen die gesetzlichen Gebühren. Okay. Oder natürlich, wenn der Anwalt sagt, die haben einen Tagessatz von 100.000 Euro, wenn die auch sagen, das ist nicht angemessen. Ja, ja, also ist jetzt im Abgleich mit der Rechtsprechung zum Thema Sittenwidrigkeit, das, was da als sittengemäß angesehen wird, das wird dann auch das sein, was die Rechtsschutzversicherung für angemessen erachten darf. Okay. Und dann hat man halt immer das Problem, oder man hat es halt nicht, den Punkt, dass im Falle einer Verurteilung die Rechtsschutzversicherung das Geld zurückhaben möchte. Das wollte ich gerade fragen. Das, was ist denn das für ein Scheiß? Da gibt es Mittel und Wege, das einzugrenzen. Ein Punkt ist, wenn man lange genug, kompliziert genug verteidigt, führt das häufig in ein Fahrwasser, was eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Nach 153a, das heißt eine Einstellung gegen Auflagen, auch nach einer langen Hauptverhandlung kommt das häufig vor. In diesen Fällen will die Rechtsschutz nichts zurückhaben. Da wird ja der Mandant auch nicht verurteilt. Da gibt es einen Beschluss. Okay. Verfahren wird eingestellt gegen Auflage, was weiß ich, 5.000 Euro an den Tierschutzverein oder so. Okay. Dann ist das keine Vorstrafe und das Verfahren ist erledigt ohne Verurteilung und dann bleibt die Rechtsschutzversicherung auf den Kosten sitzen. Das ist eine Konstellation. Dann gibt es andere Konstellationen, auch ganz interessant, wenn es gelingt, das Verfahren per Strafbefehl abzuschließen, also durchaus mit einer Verurteilung, aber nicht mit einem sogenannten Urteil. Aha. Da ist auch in vielen Versicherungstarifen so geregelt, dass man dann nichts zurückzahlen muss. Okay. Dann gibt es noch die Konstellation, dass man wegen einer Fahrlässigkeitstat verurteilt wird, wird jetzt im Dopingstrafrecht nicht vorkommen. Da gibt es sowas eher nicht. Aber vielleicht ist man in die Spritze gefallen, kann auch sein. Zum Beispiel, weißt du? Ja. Aber in anderen Bereichen ist das ja denkbar, dass das Begehungs-, also ja, zum Beispiel logisch. Straßenverkehrsgefährdung und sowas, ja, dass ja, man da vielleicht in Bereiche kommt, wo man schon mit Blick auf die Kosten so verteidigt, dass im Urteil diese Norm und nicht eine andere Norm steht. Auch bei einer Körperverletzung oder so. Gibt es ja also alle Straftatbestände, die auch fahrlässig begangen werden können, ist es dann halt eine Überlegung wert, in diese Richtung zu verteidigen. Das große Aber, wenn wir jetzt einen Fall vor Augen haben, wo der auf jeden Fall verurteilt wird, auch mit Urteil, und wo die Rechtsschutz die Kosten wiederhaben möchte, das sind ja dann eher Fälle, wo möglicherweise eine Freiheitsstrafe rauskommt, die auch verbüßt werden muss. Und wo auch eine Pflichtverteidigung, wenn das jetzt über viele, viele Wochen verteidigt wird, durch mehrere Instanzen, 5- oder sogar 6-stellig kostet. Ja. Da ist natürlich die Überlegung angezeigt, ja, was passiert denn mit jemandem, der ins Gefängnis kommt, der jetzt... Ja, stell dir vor, du verlierst, ja, dann hast du noch 100.000 Schulden und musst trotzdem die Strafe absetzen. Ja, dann machst du halt eine Privatinsolvenz, dann fällt die Versicherung deiner Rechtsschutzversicherung da rein und dann ist es erledigt. Und trotzdem bist du vielleicht nicht 8 Jahre weg, sondern bloß 4,5. Läuft die Privatinsolvenz dann schon in der Zeit, wo du im Gefängnis bist? Ja, klar. Ja, ist ja geil. Kannst du eh nichts machen. Das klingt vielleicht zynisch, aber das machen tatsächlich viele. Und
Ja, ist ja schlau dann. Wenn man sich überlegt, für die Verteidigung gar nichts zu bezahlen und dann mit einem Pflichtverteidiger, der nebenbei seine Akten bearbeitet, vielleicht da die Höchststrafe zu kassieren oder ein paar Jahre eher rauskommt und diese Rückforderung effektiv ja nicht erfüllen zu müssen, ist das vielleicht sogar ein Gedankengang wert. Stell dir mal vor, du bist ein Betrüger oder so, hast dann, keine Ahnung, hast 100, 200.000 Schulden, wirst verurteilt, kommst ins Gefängnis, ne? Und dann machst du Privatinsolvenz, kommst raus und die sind ja weg. Beim Betrüger ist noch das Problem, dass möglicherweise eine Einziehungsentscheidung im Urteil ergeht, wo man noch lange versucht wird, im Rahmen der Strafvollstreckung das auch zu vollstrecken. Da kann man dann natürlich unter Umständen darauf setzen, dass solche Forderungen niedergeschlagen werden. Passiert auch in der Praxis häufig, aber die Konstellation mit einer Privatinsolvenz, die dazu führt, dass man die Kosten der Rechtsschutzversicherung nicht zurückerstatten muss, die ist sogar relativ häufig und im Kollegenkreis auch immer wieder vorgekommen mit sehr, sehr hohen Beträgen, wenn die Verhandlungen einfach jahrelang gedauert haben. Und häufig waren das dann so Fälle, da war der Mandant, obwohl er der Bandenchef war, der mit der geringsten Strafe von allen Angeklagten. Und die anderen haben dann noch lange ihre Verfahrenskosten abgestottert und der nicht. Merkt euch das. Das sind Weisheiten fürs Leben, die braucht ihr vielleicht irgendwann mal. Aber das ist natürlich jetzt nur der Worst Case. Ja. Ich denke, das reicht für die heutige Folge. Das reicht auf jeden Fall. Was Kosten angeht. So, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, das hat euch ein wenig erleuchtet. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt, was ich vielleicht irgendwann mal anwenden werde. Spart mit, was war dein Code, Anwalt? Anwalt. Mensch, ich wusste mal nicht, ob Mike oder Anwalt. Spart mit Code Anwalt oder mit Code Chris auf HPN und holt euch die E-Books bei HTB. Dann lernt ihr noch ein bisschen mehr und wir sehen uns in der nächsten Folge.